Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Lifeless Planet, die Premier Edition. Ja, und in der letzten Folge haben wir ja die schnucklige kleine Bella auf den Armen getragen, über die Türschwelle, natürlich über mehrere Türschwellen. Und jetzt sind wir wieder an zu einem Tor angelangt, bloß das Tor braucht Energie. Und jetzt müssen wir erstmal ein schönes Schieberätsel machen. Nämlich hier oben. Das wir schon mal hatten. Auf welche Seite muss ich hier machen? Hallo? Ach, das ist so. Das ist kein Rätsel, ich muss hier raufspringen. Ach so. Okay, da ja so Steine da sind, nehme ich dich mal mit. So, und jetzt wieder das Ganze hier rein. Den Roboter Power, Coco Gocetto, Roboter Arm. Dann hat das wieder Energie. Müssen wir nur sicher wieder zurückkommen. Das dürfte eigentlich gar nicht mal so schwer sein. Sie ist wahrscheinlich ganz happy. Oder sie steht da noch da wie ein Ölgötze. Krieg ich jetzt ein, das hast du gut gemacht. Krieg ich jetzt Knutschi auf den Helm? Schau mir die jetzt mal genau an, hey. Ja, sie ist schon hübsch. Also, mit offenen Haaren wird es mir eher gefallen. Quatsch, ist egal. Jede Frau ist auf seine Art schön. So. Coco Gocetto Roboterarm erneut. Okay, das war's schon. Der Krater. Und sie geht da schon munter weiter. Okay, jetzt fängt sie auch ein bisschen an zu laufen. Okay, sie schnaufert ein bisschen. Klingt schon leicht erotisch. Okay, ist das hier zu Hause da vorne oder was? Wohnt ihr am Krater? Ich würde echt lachen, wenn sie zum Haus. Okay, sie kniet sich hin. Ja, schnauf dich ja aus.
Dun, 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 dun. Ich mach Kerzenlicht für dich. Soll ich dich nehmen? Nee, nehmen kann ich sie nicht. Ich will sie jetzt aber nicht hier alleine lassen. Ich gehe jetzt einfach mal zur Hütte. Vielleicht folgt sie mir, ja? Ja, da unten ist noch was, aber ich will aber das da oben erst haben. Alter. К нашему большому разочарованию, экологическое воздействие нашей эксплуатации зеленого огня оказалось пагубным. Растительная жизнь стремительно исчезала. Мы думали, что этот мох был основным источником питания для всех жизненных форм на этой планете. К несчастью для нашей цивилизации здесь... Уменьшение этого мха означало не только уменьшение энергии, но также и уменьшение кислорода. Люди, равно как и растения, начали умирать. На наше счастье, однако, судьба распорядилась так, что один из докторов заметил в городе нечто необъяснимое. Одна из наших сотрудниц, Аэлита, разводила сад, и он продолжал цвести. Мы пытались разгадать этот секрет, но Аэлита, непонятно почему, замкнулась в себе. Ее ребенок умер, судя по всему, от недостатка кислорода. А отказ Аэлиты сотрудничать и поделиться своим секретом вынудил нас применить силу. Солдаты пришли к ней и стали угрожать сжечь ее сад. Но когда Аэлита бросилась защищать свои растения, они стали расти. Они реагировали на ее прикосновения. Это оживляло их. Тогда Аэлиту, расцененную как средство к достижению цели, схватили, заперли и стали проводить над ней ужасные эксперименты. Мы страшно изменили ее на генетическом уровне, вкалывая в ее тело инъекции с огромным количеством ДНК, сохраненных культур местного мха. Пока она орала от боли и протеста, мы уничтожили ее человеческое происхождение на молекулярном уровне. Когда мы закончили наши эксперименты, Аэлита стала скорее растением, чем человеком. Ее глаза сделались блестящего зеленого цвета, а ее легкие наполнились углекислым газом. Но это был успех. Там, куда она ступала, следы от ее ног наполнялись маленькими ростками жизни. Мох отвечал на ее прикосновения, пробиваясь вверх из пыльной почвы. Я не жду, что Аэлита когда-нибудь сможет простить нас. Но она единственная наша надежда на восстановление жизненного баланса в этом мире. Без Аэлиты эта планета останется необитаемой до конца времен. Gut, jetzt darf ich mal lesen. Die Testperson. Zero zu unserem Leidwesen waren die ökologischen Auswirkungen unserer Ausbeutung, das grünes Feuer katastrophal, das Pflanzenleben starb schnell ab. Wir nahmen an, dass das Moos die Hauptnahrungsquelle für alle Leben auf diesem Planeten war. Zum Leidwesen für unsere Zivilisation bedeutet der Rückgang des Mooses nicht nur ein Rückgang der Energie, sondern auch weniger Sauerstoff. Menschen und Pflanzen begannen gleichermaßen zu sterben. Wie der Zufall es wollte, bemerkte einer der Ärzte etwas Seltsames in der Stadt. Eine unserer Assistentinnen, Aelita, hatte einen Garten und er gedeiht prächtig. Wir haben versucht, ihr Geheimnis zu lüften, aber Aelita verhielt sich ungewöhnlich zurückhaltend. Offenbar war ihr Kind in dem frühen Stadium des Sauerstoffmangels gestorben. Aelitas Weigerung, mit uns zusammenzuarbeiten und uns ihr Geheimnis mitzuteilen, zwang uns zu drastischen Maßnahmen. Soldaten drohten, den Garten zu verbrennen. Aber wenn Aelita sich bewegte, um ihre Pflanzen zu schützen, wurden sie stärker. Sie reagierten auf ihre Berührung und sie erwachten zum Leben.
Alita wurde als Werkzeug betrachtet, eingesperrt und musste schreckliche Experimente durchleiden. Das ist ja wieder typisch Russen. Wir veränderten sie erheblich auf genetische Ebene, indem wir ja eine unglaubliche Menge einheimische DNS aus konservierten Mooskulturen in ihren Körper injizierten. Wenn sie vor Schmerz und Protest aufheulte, nahmen wir ihre Menschlichkeit auf molekulärer Ebene. Als wir mit ihr fertig waren, war Arita eher eine Pflanze als ein Mensch. Ihre Augen nahmen eine leuchtend grüne Farbe an und ihre Lungen füllten sich mit CO2, aber es war ein Erfolg. Ihre Fußspuren belebten den Boden aus den kleinen Keimen des Lebensfunks. Das Moos reagierte auf ihre Berührung und es erhob sich aus dem Staub. Ich erwarte nicht, dass Alita uns vergibt, aber sie ist die einzige Hoffnung, das Gleichgewicht des Lebens auf dieser Welt wiederherzustellen. Ohne Alita wird dieser Planet bis in alle Ewigkeit ohne Leben bleiben. Okay, sie heißt Alita, aber für uns bleibt sie Bella. Ja, ich glaube, dass ich hier sowieso nichts mehr machen kann. Sie hockt da immer noch. Da unten war auch noch irgendetwas. Bericht des Direktors, 17.11.1978. Ich dachte, ich hätte heute einen Überlebenden gefunden. Einen Hand streckte sich aus der Schmutz nach Hilfe greifend. Als ich auf das verkohlte, sterbende Fleisch zurannte, traf es mich wie ein Schlag. Es war ein schrecklicher Überrest unserer Eingriffe, der irgendwie immer noch am Leben war. Das einheimische Leben will sich an mir rächen und bald wird es ihm gelingen. Ich bin für diesen Wahnsinn verantwortlich. Wir gehörten nicht hierher. Der Planet hat dies nicht verdient. Die fernen Welten sind außerhalb unserer Reichweite, da wir uns noch nicht das Recht verdient haben, dorthin zu gelangen. Und irgendwie befürchte ich, wenn die Zeit kommt, wird der Mensch dieses Himmels Schätze nicht wegen ihrer Wunden untersuchen. Er wird dies tun, weil er seine ursprüngliche Heimat zerstört hat. Wir sind Narren. Okay, sie heißt Alita. Acapella. Acapella. Und das ist ein Krater, ein riesengroßer. Ich will aber nochmal zu ihr hin. Wo ist sie denn? Wo ist denn da oben? Ich würde dich so gern mitnehmen, Bella. Ja, sie hockt. Sie wird schon wieder, wenn sie zu Kräften kommt, uns folgen. Ich glaube, ich muss wieso da lang. Also da, wo es Licht ist. Da hinten, glaube ich, muss ich gar nicht lang. Ihr tut mir echt leid. Okay, da komme ich nicht so einfach rüber, wie es ausschaut. Oder? Ich muss jetzt nicht Seiltanzen machen hier, oder? Oh. Ich weiß es nicht. Nee, da ist ein Seil, das geht mir im Weg. Ich glaube nicht, dass ich da wirklich so springe, dass ich es dann schaffe, darüber auf das andere Seil zu springen. Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Lifeless Planet, die Premiere Edition. Wir sind hier immer noch am Krater. Also, ich habe jetzt einen kurzen Cut gemacht. Sie ist immer noch am Schnaufen, am Ausruhen.
liebe Bella. Und ja, ich musste halt wieder einen Cut setzen. Bleibt mir heute nichts anderes übrig. Also ich nehme jetzt schon für den ganzen Tag auf. Okay, ganzen Tag wäre jetzt gelogen. Zwischendurch habe ich was anderes gemacht. Und wie es ausschaut, müssen wir hier runter. Ihr seht da was. Aber ich werde erstmal da zum Krater hingehen. Aber ich möchte erstmal da runtergehen. Ich möchte nicht wissen, was da in der Mitte vom Krater ist, welche, was das, das ja, wer die Explosion da ausgelöst hat. Ich glaube nicht, dass es die Bella war, also die Alita. Ich glaube, das, was in der Mitte liegt, das hat diesen riesigen Krater verursacht. Die Musik wird jetzt auch schon bedrohlich. Das sieht halt aus wie ein Raumschiff, Herbert. Oder was das mal gewesen sein sollte. Oder ist es einer der Erschaffer? Macht jedenfalls komische Geräusche. Okay, das sieht aus wie Gold. Первичный анализ метеорита указывает на нетипичность в сравнении с метеоритами, найденными на Земле. При дальнейшем исследовании этот метеорит казался нам частью высокотехничного инженерного сооружения. В настоящий момент мы склоняемся к предположению, что этот кратер был местом посадки более развитой расы, построившей портал и связанные с ним энергогенерирующие сооружения. Мы основали исследовательский пост на краю кратера и намерены тщательно исследовать это место, по меньшей мере, в течение следующей зимы. Also der riesige Meteorit. Eine erste Analyse des Meteors zeigt, dass er nicht typisch für terrestrische Meteore ist. Nach weiteren Untersuchungen scheint der Meteor Teil eines hochtechnisierten Fahrzeugs zu sein. Unsere aktuelle Theorie ist, dass dieser Krater der Landeplatz für die fortgeschrittene Rasse war, die die Portale und die damit verbundenen Energiestrukturen aufgebaut hatte. Wir haben eine Forschungsaußenposten auf den Kraterrand eingerichtet und wir planen, diese Gegend zumindest im nächsten Winter zu erforschen. Okay. Aber sieht halt wie ein riesiger Goldklumpen aus. Und da scheint es irgendwie weiterzugehen. Ich gehe jetzt einfach mal da lang. Da ist noch ein Stück von dem. Da ist auch diese komische Brücke, wo wir vorher nicht rüber konnten. Mal sehen, ob wir da irgendwie einfach mal da uns durchschmuggeln können. Ah, schaut mal. Da ist jedenfalls irgendwie ein Gebäude. Da ist jedenfalls was zum Anhören. Ich lese mir das mal. Bericht des Direktors, 6.12.1978. Ich werde wahrscheinlich keinen weiteren Tag erleben. Meine Wunden sind eine ständige Erinnerung an den Schmerz, den wir diesem Planeten zugefügt haben. Unsere ursprünglichen Absichten waren edel und gut. Aber vielleicht ist dies der Fluch eines Spezies, die fern der Heimat ist. Wir können uns nicht anpassen, also zerstören wir alles, anstatt uns weiterzuentwickeln. Stören wir die natürliche Ordnung der neuen Welt? Es war schon immer so und es wird immer so sein. In uns steckt diese Arroganz. Wir denken. Jetzt habe ich das. Was ist da noch? In uns steckt diese Arroganz. Wir denken, dass unsere Generation anders ist. Es tut mir leid, Bella. Ich habe das nicht verstanden, bis es zu spät war. Wenn mein Name je wieder genannt werden wird, hoffe ich, dass er als Lektion für die dient, die nach mir kommen werden. Los, und wenn ja, hier aus dem russischen. Ja. Und hier konnte ich irgendwas mitnehmen. Okay, das hat jedenfalls was bewirkt.
Oh, okay. Dann müssen wir jetzt wieder zurück. Dann gehen wir mal da wieder hin. Das Ding macht trotzdem unheimliche Geräusche. So. Ach, ist sie jetzt... Ist sie immer noch da? Oder ist sie jetzt gerade da weitergegangen? Ja, ich glaube, sie ist weitergegangen. Ja. Yep. Die steht da auf jeden Fall schon auf der Plattform. Die hat sich jetzt wieder ein bisschen ausruhen können. Okay, sie schnauppert aber immer noch so. Kommst du? Oder soll ich wieder vorangehen? Okay, ich soll wahrscheinlich da vorangehen. Kommst du? Ja, sie kommt. Okay, ich folge jetzt einfach. Ja, da ist noch so eine Plattform wie das Portal. Das ist ein zweites wahrscheinlich, oder? Ich soll da wieder runtergehen wahrscheinlich. Die Alten. Okay, sie hockt hier auf der Plattform rum. Und ich soll wahrscheinlich da irgendwie runter. Nur die Frage, wie komme ich heil hier runter? Wahrscheinlich da. Ich wünschte, man könnte mal kurz mit ihr reden. Also gibt's noch ein zweites Portal. Oder ein drittes. Okay. Da oben ist auch noch was. Ich gehe aber erstmal hier hin. The Russians were studying these alien structures. What were they looking for? Alien-Artefakte. Die Russen haben offenbar das Werk der Portalschaffer erforscht. Das Netzwerk von Monolithen, riesigen Energiestrukturen und die Anzahl der Wände und Türen um sie herum. Ich weiß immer noch nicht, wie das alles zusammenhängt.
Aber da oben scheint was zu sein. Das ist so ein komischer Stein wieder. Nur die Frage, wohin damit? Das ist jetzt die Frage. Da vielleicht hin, wo es so komisch grün leuchtet? Vielleicht? Ich vermute mal, weil da lag noch einer. Ich glaube, dass ich beim anderen da auch was reintun muss. Deswegen liegt hier noch einer. Ich glaube nicht, dass ich da bis dahinter latschen muss. Aber die Frage... Ah ja, ich habe ja meine doppelte Jet-Dingsbums-Power noch. Oder ich mache das einfach mit den Armen hier. So. Logo Gachetto Arm. Okay. Soll ich dann auf den Knopf drücken oder was? Ist das eine Art Knopf? Ah, jetzt hebt sich das Ding hoch. Okay. Okay, es fängt an sich zu drehen. Soll ich wieder zu ihr zurück? Ich gehe einfach mal zu ihr zurück. Ist schon episch, auf jeden Fall, hey. Okay. Was passiert denn mit ihr jetzt auf einmal? Lass mich raten, ich soll das gleiche machen. Oder es ist eine Art Brücke für mich. Ich bin mir jetzt unsicher. Ich werde einfach runterplumpsen, wenn es nicht... Es ist eine Art Brücke. Ja, leck mir doch am Arsch. Das sieht auch so geil aus hier, der Ring um den rum und der Ring, der sich dreht. Okay. Echt cool gemacht. Aber wahrscheinlich muss ich den anderen Ring auch noch aktivieren, vermute ich mal. Okay, ich muss das andere auch noch reparieren. Yep. Okay, ich habe auf den normalen Weg nach unten. Das sieht so episch aus. Übelst. Gut. Weil ich glaube nicht, dass die Steine gleich uns hier da erwarten. Ich glaube eher, dass ich da hinten hin muss. Weil die da wahrscheinlich liegen, vermute ich mal.
Die. Okay, da ist nichts zu einer Einbuchtung, aber was ist da? Ach, so ein Knopf. Hat der Energie? Ja, ich weiß, da Mikrofon-Power, aber ich. Okay, da kann ich. Da ist nichts. Ich versuch's jetzt einfach mal. Coco Gocetto Arm, erneut. Muss ich euch noch zusammenfügen oder? Nee, bitte nicht erschlagen, ich gehe einfach mal hier runter, ja? Übelst gut. Ich muss aber darauf, schätze ich mal. Okay, hier muss ich auch noch was machen. Ach, ich muss das wahrscheinlich die zur Seite schieben. Okay, das ist ein Rätsel. Muss ich die beibehalten oder? Ah, ich verstehe. Ah, okay, ich muss das. Ich verstehe. Ich verstehe. Genau wie ich es vermutet habe. Coole Sache, ey. Warte mal, kann ich das auch wieder zurückschieben? Nur die Frage, was mache ich mit den langen hier? Einfach durchklitschen lassen. Okay, hab verstanden. Aber echt geniale Rätsel. Echt episch. So, wir gehen jetzt dann noch hoch, Freunde. Dann ist aber auch wieder Ende mit dieser Folge. Wenn aber jetzt der nächste Part ein bisschen kürzer geradet, werde ich den an diesem Part rankleben, damit ihr Bescheid wisst. Weil ich habe so das Gefühl, also so Bauchgefühl, dass wir in Grand Finale sind. Ja, da schwebt sie schon los. Alita ist schon unterwegs, also Bella.
So, meine Freunde, dann sage ich mal, schaut in die nächste Folge rein, wenn ihr wissen wollt, wie es hier bei diesen Ringen weitergeht. Tschüss.